Hey Leute, Kicks am Start. In diesem Video zeige ich euch, wie ihr Buckus Mod für Epic Games und Steam installieren könnt. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich zeige euch, wie man Buckus Mod installiert und dann auch bei Rocket League verwendet. Buckus Mod ist ein Programm, das man zusätzlich für Rocket League installieren kann. Mit Buckus Mod kann man zum Beispiel die MMR von sich selbst oder seinen Gegnern sehen. Man kann zum Beispiel auch sein eigenes Auto gestalten, wie man möchte, den Freeplay-Modus verändern und noch viele Dinge mehr. Ich werde noch weitere Videos zum Thema Buckus Mod und die einzelnen Funktionen machen, sowie auch Plugins, die es für dieses Programm gibt, darum lasst mir auf jeden Fall ein Abo da und aktiviere auch die Glocke. Wenn du mich supporten möchtest, trage gerne meinen Creator-Code KICKSTIPS alle 14 Tage im Itemshop ein. Buckus Mod ist legal und man kann aktuell dafür nicht gebannt werden. Wir starten auch direkt los. Als erstes öffnen wir unseren Browser und suchen hier einmal nach Buckus Mod. Den passenden Link haue ich natürlich auch nochmal in die Videobeschreibung, aber es ist hier eben www.buckusmod.com. Da klickt ihr einmal drauf und dann seid ihr hier auf dieser Seite. Die schaut nicht ganz so vertrauenswürdig aus, aber ist tatsächlich die richtige Homepage, um das Ganze downzuladen. Ihr klickt hier einmal auf Download Now und dann kommt ihr hier zu diesem Fenster und da habt ihr auch nochmal eine kleine Beschreibung und dann steht eben auch noch Click here to download. Wenn ihr noch einen Windows 7 PC habt, dann könnt ihr auch versuchen, diesen unteren Link hier zu verwenden, aber wir klicken jetzt oben auf Click here to download. Dann downloadet das Ganze auch schon hier diese ZIP-Datei. Die öffnen wir dann einmal im nächsten Schritt. Dazu braucht ihr natürlich irgendetwas, um Dateien zu entpacken. Ich empfehle euch da WinRAR oder auch andere Programme. Ich haue euch auch nochmal ein Tutorial dazu in die Videobeschreibung, falls ihr nicht wisst, wie ihr WinRAR zum Beispiel installieren könnt. Dann gehen wir hier auf Entpacken, also hier einmal draufklicken und dann können wir das einfach entpacken, sozusagen die Datei. Da könnt ihr noch einen Pfad auswählen, wenn ihr wollt. Ich lasse das Ganze jetzt einfach mal unter Downloads, drücke hier einmal auf Okay, dann müssen wir jetzt einfach auf diesen Ordner draufgehen bei unserem PC, also hier bei Downloads und dann haben wir hier diesen Ordner, da klicken wir auch einmal drauf und dann haben wir hier die Installationsanwendung. Doppelklick auf die Installationsanwendung und dann geht das Ganze auch schon los. Da fragt er einmal nochmal nach, ob du auch wirklich Rocket League geschlossen hast. Also darfst Rocket League nicht offen haben, während du das Ganze installierst. Das ist ganz wichtig, also Rocket League einmal vorher nochmal zumachen. Dann könnt ihr dann hier auf Ja drücken und dann geht der ganze Spaß auch schon los. Wir können jetzt hier einen Ordner aussuchen, wo wir Buckus Mod installieren wollen. Ich lasse das jetzt einfach mal unter Programme und dann können wir hier als nächstes auch nochmal auswählen, ob wir einen Shortcut zu unserem Desktop haben wollen, also ob wir ein Symbol auf unserem Desktop haben wollen und dann klicken wir hier auf Installieren. Dann können wir das Ganze hier nochmal für unser Antivirus-Programm whitelisten lassen. Ich habe Avira, ich musste da nichts machen. Ich denke mal, bei euch sollten da auch keine Probleme auftreten, aber falls ihr irgendwelche Probleme haben solltet, dass Buckus Mod nicht funktioniert, versucht hier mal auf Ja zu drücken und schaut euch mal diese Homepage hier an. Da gibt es eine genaue Beschreibung auf Englisch, wie ihr das Ganze whitelisten lassen könnt für euer Antivirus. Programm. Wie gesagt, mit Avira, das Antivirus-Programm, das die meisten von euch haben, habt ihr da normalerweise gar keine Probleme und dann klickt ihr hier einmal auf Finish. So, jetzt steht hier bei Buckus Mod Booting, Checking for Updates und hier steht auch schon, es ist ein Update für Rocket League Season 7 verfügbar. Möchtest du das Ganze updaten? Das ist natürlich ganz wichtig. Bei mir ist zum Beispiel gerade die neue Season rausgekommen, als ich dieses Video aufgenommen habe und deswegen habe ich hier auch gleich ein Update. Wenn die Season 5 rauskommt oder irgendwelche anderen großen Updates, kann es sein, dass ihr Buckus Mod immer mal wieder updaten müsst. Achtet da einfach darauf, also wenn Buckus Mod mal nicht funktioniert, schaut, ob es da ein aktuelles Update gibt. Dann steht jetzt hier Rocket League Steam BM out of date und Rocket League Epic Games up to date. Bei Steam habe ich früher Rocket League gezockt, aber es ist nicht mehr aktuell, es ist nicht geupdatet, daher kann ich es natürlich nicht verwenden, aber Rocket League bei Epic Games ist up to date. Ihr braucht natürlich bei Rocket League auch das aktuellste Update, damit das Ganze funktioniert. Uninjected waiting for user to start Rocket League, das heißt es einfach, dass das Ganze noch nicht aktiviert ist, sondern ihr erst Rocket League öffnen müsst, also geht ihr einmal hier auf euren Desktop oder wo auch immer ihr Rocket League habt und startet Rocket League. Da müsst ihr eventuell hier nochmal vom Windows von der Firewall den Zugriff erlauben, das muss aber nicht sein, falls es auftritt, einfach auf Zugriff erlauben drücken und dann drückt ihr einfach auf F2 auf eurer Tastatur und dann funktioniert das Ganze auch schon. Dann solltet ihr hier Buckus Mod haben, sobald ihr F2 gedrückt habt und habt ihr hier die verschiedensten Möglichkeiten, wie ihr eben alles einstellen könnt. Wie gesagt, dazu werde ich dann nochmal einzelne Videos machen. Daher hört jetzt auf das Lama in der Endcard, haut rein und bis zum nächsten Mal, euer KICKS.